Wie kannst du eine dauerhafte Herzverbindung zu deiner Partnerin schaffen und mit diesem Trick sogar alte Herzmauern sprengen? Oder anders gesagt, wie kannst du deiner Partnerin helfen, Liebeskummer einer vergangenen Partnerschaft wirklich loszulassen und ihr Herz ganz für dich zu öffnen? Ja, da gibt es einige Punkte dazu zu sagen im emotionalen Bereich. Ich werde aber auch auf die Sexualität, ja, auf eine tiefe verbindende Sexualität in diesem Video eingehen. Ja, es herrscht ja vielerorts der Irrglaube, dass man das einfach mit dem Kopf entscheiden kann. Ja, ich entscheide jetzt, diese alte Partnerschaft loszulassen und mich ganz auf das Neue einzulassen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Da hat unser Herz noch ein Wort mitzureden. Oder manche glauben auch, wenn man einfach total im Verliebtheitsrausch ist, dann reicht es, um eine dauerhafte und tiefgehende Herzbeziehung einzurichten miteinander. Ja, so glauben manche einfach, das passiert von alleine und hin und wieder klappt das auch. Aber es gibt hier natürlich an der Stelle die Möglichkeit, da an einigen Stellschrauben zu drehen. Und ich empfehle dir dringend, wenn du wirklich eine ganz tiefe Verbindung mit deiner Partnerin leben möchtest, dir dieses Video bis zu Ende anzuschauen. Ja, was braucht's stattdessen, als nur einfach auf die Verliebtheit und den Hormonrausch zu bauen? Wir brauchen zum einen Empathie und Einfühlungsvermögen. Einfach spüren zu können, wie geht's der Partnerin, wo steht sie gerade und vor allem, wenn es um sexuellen Kontakt geht, ist es total wichtig, spüren und fühlen zu können, wo befindet sich der Partner gerade, ja, in seiner Öffnungsphase, in seiner Lustkurve und Erregungsphase. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist ganz wichtig, wenn wir wirklich diese tiefe Verbindung erfahren möchten, dass eine Frau auch sexuell auf Betriebstemperatur kommt. Na, wir wissen das alle, dass es bei Männern in der Regel schneller geht, einfach in die Lust einzutauchen. Und Frauen brauchen oft ein bisschen mehr, um sich wirklich öffnen und hingeben zu können. Ja, nicht umsonst gibt es auf diesem Gebiet einfach so viele Missverständnisse und Dramen. Der dritte Punkt ist, in der sexuellen Verbindung die Herzreflexzone zu stimulieren. Ja, nicht viele wissen das bis jetzt. Das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, dass auch der Penis und die Vagina über Reflexzonen verfügen, die quasi mit dem ganzen Körper einverbinden. Das heißt, in dieser Intimität, in der sexuellen Verbindung, ja, tauschen wir Informationen aus und stimulieren verschiedene Reflexzonen, ja, wie Lunge, Niere und so weiter. Wir möchten heute aber mal auf das Herz ganz besonders achten. Das heißt, diese Reflexzone liegt etwas tiefer und wird erst, ja, wenn der Sex schon etwas fortgeschrittener ist, also nach dem Vorspiel, schon in der Penetration, wird diese Reflexzone überhaupt erst berührt und stimuliert. So. Was ist jetzt also das Geheimnis dabei, diesen Punkt zu erwischen? Ja? Wir rennen ja nicht mit einem Maßband rum und messen einfach mal bei jedem aus, wo das so liegt. Du kannst es beobachten und spüren. Du spürst das zum Beispiel, wenn deine Partnerin die Atmung verändert, sie tiefer wird, sie kehligere Laute macht oder die Laute auch von tiefer aus dem Körper kommen. Oder wenn sie überhaupt auch sehr tief atmet. Und der Trick hier an der Stelle ist dann, wenn diese Verbindung wirklich spürbar ist, über den Atem in tiefere Stöße in den Schoßraum hineinzugehen. Und Achtung, ja, wenn die Frau sehr weit fortgeschritten ist in ihrer Lust, dann ist das Herz öffnen. Die Frau spürt es einfach, dass sie hier so eine Welle von unten aus dem Becken hat und du spürst es vielleicht auch, ja, wenn sie diese Wellenbewegung, diese Öffnungsbewegung macht und du in diesem Moment wirklich tief in sie eindringst, dann öffnet sich das Herz. Und
warum ist das so tricky oder so speziell an der Stelle und braucht dieses Einfühlungsvermögen, ja, sich spüren zu können, wenn diese Öffnung noch nicht da ist oder die Lust noch nicht so weit fortgeschritten, dann können diese tiefen Stöße eher zu einem Schließen. Ja, dann schließt sich der Beckenraum, dann schließt sich das Herz. Die Frau ist nachher frustriert, fühlt sich einsam, wie als hätte sie ein Stück ihrer Seele verloren. Manche Frauen sind wütend, traurig, was auch immer. Wenn du diesen Punkt gut erwischst oder triffst, und dafür ist es wirklich nötig, deine Partnerin zu beobachten, dann kann hier natürlich etwas passieren, was manche Männer verwirrt. Und ich möchte dir als Mann hier Mut machen, da dran zu bleiben. Wenn sich das Herz deiner Partnerin öffnet in der Sexualität, dann kann es passieren, dass sie weint, dass all der Schmerz endlich aus dem Herzen rauskommt. Ja, dass vielleicht der Ex, der da irgendwo noch drin steckte und ihr Schmerz zugefügt hat, jetzt endlich gehen kann aus ihrem Herzen. Und lass dich davon nicht irritieren, sondern sei einfach liebevoll präsent. Bitte spring auch nicht aus dem Kontakt, sondern bleibe einfach in der Verbindung und frag sie, was ihr gut tut, was sie gerade braucht. Und sie wird es dir entweder sagen oder körperlich zu verstehen geben, ja, dass sie dich vielleicht noch näher ranzieht oder du wirst es einfach spüren, wenn du aufmerksam bist. Und wenn es dir gelingt, wirklich diesen Punkt zu berühren und zu erreichen, dann schafft das so eine tiefe Herzensverbindung. Und du wirst es merken, das Herz wird überfließen, dir wird ihre Liebe zufließen und es wird sich einfach magisch und wundervoll anfühlen. Ja, was ist jetzt hier für dich wichtig zu wissen? Du kannst diese Herzöffnung bei einer Partnerin natürlich nur dann durchführen, wenn dein eigenes Herz offen ist. Ja, wenn Herzmauern, Herzpanzer oder das, was dich so vielleicht im Leben hart gemacht hat, du selber aufgelöst hast. Wenn du mit dir selber empathisch bist, wenn du dich fühlen kannst, wenn du dich selber fühlen kannst, erst dann kannst du auch deine Partnerin wirklich gut fühlen und dir sicher sein. Und hier liegen ganz viele Blockaden. Ja, so viele Männer, die in meine Praxis kommen, haben Herzmauern, haben irgendwie ein verschlossenes Herz, weil sie als Kind schon früh abgelehnt wurden, weil sie verlassen wurden, weil sie nicht richtig waren, weil die Mutter zu wenig Zeit für sie hatte oder weil sie so überbordend vereinnahmend war, weil da einfach selber noch alte Schmerzen liegen, die quasi wie so ein Bollwerk zwischen dir und deiner Traumpartnerin sind. Und das kann im schlimmsten Falle dazu führen, dass du entweder keine dauerhaften Beziehungen aufbauen kannst oder dass deine Traumpartnerin gar nicht erst in dein Leben kommt. Weil diese Herzmauer quasi fast wie so ein energetischer Panzer, ja, auf 100 oder 200 Meter alle Frauen aus deinem Feld quasi wie wegschiebt. Ja, jetzt ist die Frage an dich. Wo stehst du gerade? Möchtest du eine Traumpartnerin an deiner Seite haben, mit der du wirklich eine tiefe Herzensverbindung eingehen kannst, mit der du eine glückliche, erfüllende Sexualität lebst? Und bist du an der Stelle jetzt bereit, auch deine eigenen Herzmauern zu sprengen, deinen Gram und Kummer oder Frauenfrust einfach loszulassen? Dann lade ich dich ein, mit mir in ein kurzes Kennenlerngespräch einzutauchen. Den Link dazu findest du hier unter dem Video. Und wir werden einfach schauen, was es für dich braucht, um deine Herzmauern zu sprengen und ja, das nötige Fingerspitzengefühl für deine Partnerin zu erlangen. Ich freue mich auf dich. Du bist es absolut wert, eine glückliche und erfüllte Partnerschaft zu leben. Wir sehen uns auf der anderen Seite.